Guten Morgen, herzlich willkommen in Slowenien. Heute geht's von Bled nach Ljubljana. Da freue ich mich total drauf. Ich bin total früh auf den Beinen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Und ja, sieht das nicht klasse aus? Ja, so die Berge noch im Dunst im Hintergrund. Es wird heute richtig heiß. Und das ist einer der Gründe, warum ich ziemlich früh auf den Beinen bin. Und Bled ist halt super touristisch, ne? Ich bin hier an einer, ihr seht das, eine Landstraße. Und selbst hier kommen alle 2 Minuten irgendwelche Leute vorbei und wollen Richtung Bled. Zu Fuß, mit dem Fahrrad. Ja. Ich starte jetzt und nehme euch gerne mit. Ist die Straße raus aus Bled. Ja, und jetzt beim Fahren merke ich, dass es auch noch relativ kühl ist. Ja, egal, ne? Strampeln wir uns warm. Ich finde das ja immer schön, ne? So früh loszufahren. Man hat noch nicht so viel Trubel, alles ist noch ruhig. So, und schon geht's raus aus Bled. Ja, das Schlimme heute Morgen ist, ich musste ohne Frühstück los, weil ich in Bled nur noch was zu bezahlbaren Preisen, ja, ohne Frühstück bekommen habe. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr zurück nach Bled gefahren, um da was, da einen Kaffee zu trinken oder so. Ich fahre jetzt einfach bis zur nächsten Ortschaft und guck mal, was mir so auf dem Weg begegnet. Irgendwas wird es schon geben. Nee, geht weiter auf dieser. Ja, für mich ist das eine Nebenstraße. Für die hier in Slowenien wahrscheinlich sowas wie eine Bundesstraße. Aber auch hier, guck mal, Radwege. Super cool. Ich sage ja, Slowenien ist ein absolutes Radfahrland. Wollte mir zu Hause keiner glauben. Wollten mir alle Maschinengewehr schenken zum Geburtstag, damit ich mich hier auch verteidigen kann. Kann man mal sehen, welches falsche Bild so, ne, in einigen Köpfen herrscht. Das könnte jetzt ein wenig staubig werden. Okay, ich glaube, ich warte ein kleines bisschen. Nö, da fahre ich jetzt nicht durch. Okay, Augen zu und durch. So, ich hoffe ja, dass ich in Radovica was zu essen bekomme. Ja, super, jetzt hat er mich wieder überholt und fängt wahrscheinlich da vorne wieder anzukehren. Ist ja immer so, ne? Wie du es machst, machst du es verkehrt. Willst du jemanden reinlassen, wird er vorher ab. Oh, die Strecke gefällt mir aber gerade echt sehr. Nur der da vorne gefällt mir nicht wirklich. Oh, da ist der Haus- und Hofhund. Gott sei Dank bleibt er stehen. Und jetzt geht es hier einmal über diese wunderschöne Brücke. Ja, da muss ich direkt anhalten und einmal meine Kamera reinhalten. Ich sehe leider keine Fische, aber echt glasklar, ne? Ja, weiter geht's. Wir könnten ein bisschen in der Sonne stehen bleiben. Ja, der Weg ist fast vergleichbar wie an der Ruta del Ter. Nur, dass der Weg viel, viel besser ist. Nur die ganze Zeit fahre ich hier an diesem Fluss entlang, dessen Name ich mal wieder einblenden muss, weil ich mir nichts merken kann. Aber das haben ja einige, wie ich festgestellt habe. Da müssen wir nämlich jetzt auch einmal rüber. Und ich glaube, da hinten geht es ganz schön hoch. Ah, solche Steigungen am frühen Morgen. Ohne Frühstück.
Oder ohne Kaffee. Ja, letztes Stückchen. Jo, ein paar Höhenmeter haben wir heute. Also das ist schon heftig gerade. Hier muss ich echt mal Pause machen. Aber ihr seht, auch der Mountainbiker muss schieben. Aber da oben scheint es erstmal vorbei zu sein. Puh. Oben. Uff. Mein Herrn. Oh. Oh. Okay. And go. Ja, das Schöne ist echt so immer diese kleinen Bergabstrecken. Aber das hält nicht lange. Es geht gleich wieder hoch. Brauche ein bisschen Wasser. Weil heute ist der Verbrauch sehr hoch. Und das ist so schön kalt. Das ist richtig gut. Ja, und komm da. Mein Mitfahrer. Nee. Ja, der muss auch auf Pause machen. Weil es so steil ist. Ja. Viel trinken ist wichtig. Gestern habe ich viel zu wenig getrunken gemacht, weil ich dann auch schön mit Kopfschmerzen bemerkt war. Das soll dann heute nicht passieren. Guck mal, hier hat der Sturm auch eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Aber die sind echt schnell mit dem Kleinmachen des Holzes und Aufräumen. Die auch. Echt heftig. Es sind auch überall Holzarbeiten und Arbeiter, die mit der Säge hantieren. Also die sind wirklich, wirklich schnell. Also mir gefällt das echt bombastisch gut. Ist genau so die Mitte zwischen nichts los und Einsamkeit und das Gefühl haben, doch nicht alleine zu sein, weil hier überall Häuser stehen. Und nicht so verfallene und verlassene, sondern wirklich schöne Häuser. So, Serpentinen runter. Oh, der war wirklich Serpentinen. Ja, da bekommt man so einen kleinen Eindruck, ne, wie so ein Pass aussieht, der mir ja auch noch bevorsteht. Aber das dauert Gott sei Dank noch ein bisschen. Ich wollte nur mal anmerken, dass ich immer noch keinen Kaffee hatte und auch nichts zu essen. Ach ja, das ist mein Problem auf allen Touren, wenn ich mir nicht selber was mitnehme, ne? Irgendwie fahre ich an allem vorbei oder es hat noch nicht auf. Immer ist irgendwas.
Jo, da sind wir in Kranji. Keine Ahnung. Ja, Slowenien ist auch ein bekanntes Wintersportgebiet. Und ich bin hier gerade an einer Schanze vorbeigekommen. Ja, cool. So, da geht's jetzt weiter. Die Brücke ist gesperrt. Aber ich muss da unten irgendwo lang. Okay. Das wird schwierig. Ja, jetzt muss ich auf der Straße weiterfahren. Hilft alles nichts. Ist jetzt nicht die schönste Strecke. Aber ich bin von der Hauptstraße weg und fahre trotzdem in die Richtung. Alles gut. Nein, es gibt auch absolut keine Verbindung zu den Wegen. Der läuft genau parallel neben mir, schön am Fluss entlang. Ich habe keine Chance, da hinzukommen. Hier ist ein Supermarkt. Ich hätte auch gelacht, wenn ich da nicht irgendwas zu essen kriegen würde. Ja, Gott sei Dank, ich bin jetzt an einem Mercator. Also Mercator. Supermarkt und versuche jetzt mal irgendwas Essbares zu bekommen. Ich habe so einen Kohldampf. Wow, ich habe hier so ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Ich meine, das Wasser sieht jetzt nicht so gesund aus. Also zumindest auf dieser Ecke hier nicht. Da vorne ist ein toller See. Hier ist eine schöne Ecke zum Sitzen. Ja, Glocken läuten. Ich gönne mir jetzt ein Schokocroissant und einen kalten Eiskaffee. Ja, kein eiskalten, aber keinen warmen Kaffee, aber ne, besser kalt als gar nicht. Aber das hat aber jetzt echt lang gedauert, ne? Bin jetzt fast die ganze Strecke ohne was zu essen gefahren. Ich war echt grad froh, dass es einen Supermarkt gab. Oh, lecker. Glockenläuten, aber schön hier, ne? Ah, endlich was anderes als Wasser. Gestärkt geht es jetzt weiter, die letzten 20 Kilometer. Und ich komme dann heute auch sehr früh an. Ich denke mal, dass ich so gegen 2 da bin und dann kann ich auch direkt einchecken. Mich ein bisschen frisch machen und dann Ljubljana entdecken. Also irgendwie sieht es da vorne wolkenmäßig so aus, als würde sich da ein bisschen was zusammenbrauen. Ist ja so auch echt nichts los auf den Straßen, ne? Gestern war alles überlaufen und hier ist alles ruhig. Na, wenn sich da mal nicht ein Gewitter zusammenbraut. Wäre ja schön, wenn ich dann schon da wäre. So, mal wieder, ne? Ihr seht, das ist super steil. Ich kriege das Rad hier überhaupt nicht gehalten. Das ist auch auf der falschen Seite. Ja, geht jetzt wie folgt weiter. Also größere Städte bringen irgendwie immer ein bisschen Probleme mit sich, ne? Also, die Strecke sieht hier ziemlich gut aus. Sie geht an den Schienen vorbei.
Da werde ich mich jetzt mal so lange drauf fortbewegen, bis ich wieder auf die andere Seite komme. Es ist nicht allzu weit. Ja, ein paar Tropfen waren auch schon da. Aber ich musste noch nicht die Regenjacke rausholen. Ich hoffe, es hält sich noch. Ich glaube, man merkt, dass wir ein Jubiläaner sind, ne? Viel Verkehr, breite Straßen. Aber ein super separater Radweg. Es regnet schon wieder leicht. Ja, ich habe gerade noch mal eine kleine Pause gemacht, weil es geregnet hat. Aber nur wirklich 5 Minuten. 4,4 Kilometer noch und ich bin da. Weiter geht's immer geradeaus in diese Richtung. Mein Gott, was für ein Verkehr. Was für eine große Stadt. Ja, ich bin angekommen. Frisch geduscht, ich sehe noch ein bisschen zuselig aus. Müsste nichts drum geben, ich kann es gerade nicht ändern, so ist das halt auf Reisen. Und ich schlage vor, wir erkunden jetzt ein bisschen Jubiläaner. Also man fühlt sich hier super gut zurecht, es ist super ausgeschildert, es sind wirklich überall Radwege. Und hier habe ich jetzt das erste kleine Highlight. Eine ganz alte Kirche. Super schön. Und wir fahren einfach mal weiter. So einfach ist das, ne? Man macht einfach Google Maps auf, gibt Sehenswürdigkeiten ein und dann kann man eine nach der anderen abklappern. Und hier sind wir schon bei der ersten. Das Schloss von Jubiläaner, hoch oben auf dem Berg. Warum sind die eigentlich immer so hoch oben? Nee, fahre ich jetzt auch nicht hoch. Ich gucke mir schön alles hier unten an. Und weiter geht's. Das nächste Highlight. Also die Stadt ist wirklich, wirklich super schön. An jeder Ecke gibt's hier irgendwas zu sehen, ne? Wahnsinn. Aber ja, ist halt in die Jahre gekommen. Aber es wird trotzdem sehr viel gemacht und modernisiert. Sehr, sehr schön. Man kann ja so 3 Stunden lang die Fressmalen rauf und runter fahren und ist immer noch nicht fertig. Und das Schöne ist, keiner regt sich drüber auf, dass man hier fährt. Alles friedlich nebeneinander. Jeder nimmt Rücksicht auf jeden. Das ist echt klasse gerade. Ja, mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich für heute von euch. Das war Jubiläaner. Es fängt jetzt leicht an zu regnen. Ich muss auch noch was essen.
Aber das mache ich dann ohne euch. Ich danke euch echt fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert mich gerne, ne? Immer schön der Hinweis. Ihr helft mir damit sehr weiter. Da fuhr gerade ein Riesenmotorrad vorbei. Nochmal danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.